Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe heute einen vielschichtigen Mann bei mir, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Er ist Autor zum Beispiel eines Buches über Korruption, vieler Artikel, er ist Finanzberater, da haben vielleicht viele Menschen auch ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zum Geld überhaupt, gerade spirituelle Menschen, aber er versucht auch da ethisch zu handeln, was ja heute in der Finanzwelt nicht unbedingt mehr selbstverständlich ist. Er hat viele Projekte gestartet, zum Beispiel Kinderhilfsprojekte in Kaliningrad, früher Königsberg, und weil das Schulsystem heute, so wie wir es kennen, ja auch eher die Lust am Lernen nimmt, als sie die Kinder anzuregen. Er soll das System wahren. Ja, ja. Es sollen die Leute nicht zu freiem Denken und freiem Denkfühl handeln animieren und motivieren, sondern es soll das System wahren. Und das ist der Grund, warum wir in den Berufsgruppen später auch, denken Sie an den IHK-Zwang, denken Sie an den Handwerkskammer-Zwang, den Berufskastenzwang, den wir haben, da maßt sich jemand an. Müssen wir vorstellen, bei der IHK gibt es Lehrgänge, wie man die Selbstständigkeit begründet. Und das wird dann gehalten von Witzfiguren, die aus Angst vor der eigenen Selbstständigkeit Angestellte geworden sind. Ja. Verstehen Sie? Ja. Da redet ein Blinder von der Farbe, aber der Gesetzgeber schreibt das vor. Wer war denn derjenige, der das eingeführt hat? Naja, Adolf Selig hat damals den IHK-Zwang eingeführt und den Handwerkskammer-Zwang eingeführt, damit er die Selbstständigen unter Kontrolle hatte. Dann haben die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, also das ist überhaupt nicht vereinbar mit dem, was wir unter Freiheit verstehen, haben es abgeschafft. Und dann kam Konrad der Fürchterliche und hat es wieder eingeführt, weil er gesagt hat, um Gottes Willen, die Leute gehen mir aus dem Ruder. Ja. Und genau darauf stehen die Parteien heute auch. Und das Lustige ist, wenn sie in der Opposition sind, dann sagen sie uns, also wir setzen uns ein für die Freiheit der Selbstständigen und gegen den Kammerzwang. Und sobald sie in der Politik dann wieder nach oben kommen und in der Regierung sitzen, können sich an nichts mehr erinnern. Dafür kriegen sie jetzt von den anderen, die vorher in der Regierung saßen und jetzt in der Opposition sitzen, diese netten Antworten. Und wir setzen uns ein für die Entkammerung und für die Entzwängung der Selbstständigen. Das ist ja das Schöne an diesem System, dass es dadurch funktioniert, weil man so immer denkt, zur Ehrlichkeit der Politiker. Ja, dass die Opposition, die sagt ja immer ab und zu auch nochmal ein bisschen die Wahrheit. Und dann denkt man, gut, dann wählen wir jetzt den, der hat das gerade mal richtig. Nein, sie sagen gar nicht die Wahrheit, sondern sie besprechen ihnen was, damit sie ihnen dann ihre Stimme geben. Ja, klar.